Heute bei Verstehen Sie Spaß Kids. Eine Crazy Oma, Wasser im Schlauch, Lukas Brawl Stars, eine Tröte, eine Torte und ein magisches Kind. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Verstehen Sie Spaß Kids. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir und von meinem Hund Zocker. Natürlich haben wir die Pranks für heute nicht alleine vorbereitet und hatten Hilfe von... Einem Zauberstab? Ach, du Quatschkopf. Natürlich nicht. Jetzt pass auf. Katzendreck und Eulenschrei. Was verschwunden, kommt schnell herbei. Wow. Lukas, cool, dass du dich herzaubern hast lassen. Hi, was geht? Dazu haben wir uns natürlich einen Prank ausgedacht. Na, richtig, denn wirklich zaubern, das geht leider nicht. Oder vielleicht doch. Wir haben es so aussehen lassen, als könnten Kinder zaubern und ihre Babysitter, die haben ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt. Prank up! Hallo zusammen! Also wenn es eine Sache gibt, die wir alle gerne können würden, dann ist das Zaubern, oder? Aber das geht ja gar nicht. Oder können vielleicht doch einige Kinder zaubern? Unsere liebe Pocket Hazel spielt heute die gestresste Mutter, die unbedingt einen Babysitter für ihr Kind braucht. Das wichtigste Video auf diesem Kanal wurde gelöscht. Genauer gesagt um die Roomtour meiner hässlichen Wohnung. Also bis jetzt nichts dramatisch Gefährliches. 3, 2, 1. Aufgegessen. Für zauberhafte Verwirrung sorgen heute der Jake und die Vivian. Und der Babysitter ist sich am Ende nicht mehr so sicher, ob es Magie vielleicht nicht doch gibt. Prank up! Genau, das ist das Wohnzimmer. Und ich habe auch noch ein Anliegen, die Vivian, die zaubert gerade gerne. Ja. Ja. Und sie denkt wirklich, dass sie zaubern kann. Also immer schön mitmachen, wenn sie was zaubert. Erwartet auch schon auf Post von der Eule. Ah, kennst du Bescheid? Ich bin absolut sehr Post. Genau, also wenn er zaubert, einfach mitmachen. Ja. Und wenn was ist, anrufen. Meine Nummer hast du ja, schon SMS geschrieben. Okay, danke schön. Bis dann, viel Tschüss. Spaß. Tschüss, Mama Hazel. Vielleicht könnte ich dir zeigen, wie gut ich zaubern kann. Das wäre natürlich super spannend. Damit unsere Opfer sich erstmal auf die heutige Zauberstunde einstimmen können, zeigen wir ihnen erstmal etwas ganz Harmloses aus einem ganz normalen Zauberkasten. Ja. Und jetzt versuche ich, ohne also dich hier so zu berühren, das hier so damit so und es dann so zu lösen. Okay. So. Tada. Fertig. Mhm. Wie hast du das gemacht? Na, da ist aber noch jemand nicht so ganz beeindruckt. Wie wär's mit einem Zauberspruch, der die Zeit rückwärts laufen lässt? Reversio! Es geht tatsächlich rückwärts. Ich versuch's mal mit der Uhr. Reversio! Ich krieg eine Gänsehaut. Ich krieg wirklich eine Gänsehaut. Also, oh, wie cool. Jetzt genau aufpassen. Wir tun jetzt mal so, als hätte sie wirklich die Zeit zurückgedreht. Es ist also wieder 12 Uhr. Mama Hazel gibt letzte Infos, bevor sie wieder geht. Ich wollte Ihnen noch mal sagen, die Vivian, die ist sehr pflegeleicht, aber aktuell haben sie ein bisschen das Problem, dass sie denkt, dass sie zaubern kann. Sie ist gerade in so einer schwierigen Phase, wo sie denkt, sie kann zaubern. Wenn irgendwas ist, rufen Sie mich an. Sie haben meine Nummer. Bis später. Viel Spaß. Mal sehen, was mit dem Zauberstab so geht. Vielleicht erst mal ein paar Dinge bewegen. Hä? Ich versuche noch was. Okay. Gravitatio! Ich will, fliegt weg! Oh Gott! Wie passiert das denn? Intelligere Gaudio! Willst du auch mal probieren? Ja, aber ich kenne gar keine Zaubersprüche. Intelligere Gaudio! Du bist ja der Wahnsinn. Alles, was ich will, fliegt weg.
Na, dann wird's Zeit fürs große Finale mit dem mächtigsten aller Zaubersprüche. Von fern, von nah, VLSK! Was glaubst du, für was VSSK steht? Lass mal überlegen. VSSK. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Da ist eine Kamera und da hinten ist auch noch eine. Echt krass. Ja, voll zauberhaft. Sag mal, Lukas, wenn du zaubern könntest, was wäre so die Zauberkraft, die du dir aussuchen würdest? Ich glaube, ich würde Fliegen nehmen. Das habe ich mir irgendwie schon immer gewünscht, dass ich das mal könnte. Boah, ja, das klingt echt cool. Also, wenn ihr eine Idee habt, was ihr mal gerne zaubern würdet, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Also, wenn ich magische Kräfte hätte, dann würde ich, glaube ich, Erwachsene fernsteuern. Zum Beispiel meine Oma. Boah, coole Idee. Die würde dann alles machen, was wir uns wünschen, ne? Zum Beispiel zocken. Deine Oma, zockt die auch? Ist das bei euch so ein Familiending? Nee, die ist auf jeden Fall zu alt dafür. Aber wäre es nicht cool, wenn sich unsere Omas und Opas auch fürs Zocken interessieren würden? Das haben Lukas und ich uns nämlich genau auch gedacht. Und das seht ihr in unserem nächsten Prank. Prank up! Kennt ihr das Vorurteil, dass alte Leute total hilflos sind mit Technik und von Handys überhaupt keine Ahnung haben? Gut, bei Hiltrud ist das nicht viel anders. Das heißt aber nicht, dass sie keine Ahnung hat von Gaming, TikTok und Instagram. Das liegt unter anderem am Knopf in ihrem Ohr und an meinem Gaming-Kollegen Lukas von Brawl Stars. Einfach mal alle Brawler zu einem und was? Oh mein Gott, Digga, was ist das, Alter? Let's go. Was? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Video. Easy. Dann wollen wir auf jeden Fall mal schauen, wie sich die Hiltrud schlagen wird, Leute, wenn wir sie eben gleich fernsteuern. Ich würde sagen, Prank up. Hörst du mich? Ja. Dreh dich dreimal im Kreis. Und jetzt mach mal den Floss-Dance. Ist richtig so, ne? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber vielleicht finden wir ein paar Leute, die dir das beibringen können. So, Oma Hiltrud, dann schauen wir doch mal, was die Jugend so auf dem Kasten hat. Also, kennst du dich mit TikTok aus? Nein. Tatsächlich leider nicht. Gar nicht. Insta? Ja, TikTok nicht. Spielen Sie Fortnite oder sowas? Nee. Da spielen Sie. Nee, keine Computerspiele, Minecraft und so. Kennen Sie nicht aus? TikTok oder? Oh je, nee. Sehr wenig. Nee, wenig. Was wollen Sie mit TikTok? Unsere Hiltrud kennt sich ja echt besser aus als die Jungs und Mädels da draußen. Ja, stimmt. Die beiden. Ja, ja. Also kennen Sie sich mit TikTok aus? TikTok? Ja. Ja. Können Sie mir einen modernen Tanz zeigen? Ich brauche ein Bild von mir, wo ich tanze. Ja? Ja. Aber ich weiß nicht, wie man heutzutage tanzt. Kannst du dann tanzen? Ich kann gar nicht tanzen. Hat da jemand Angst, gegen Oma Hiltrud zu verlieren? Können Sie da tanzen? Mir will was vormachen, dass ich dann kopieren. Kennen Sie den Floss-Dance? Können Sie flossen oder ein bisschen Gangnam oder sowas Lustiges machen? Kennen Sie auch nicht? Ich weiß nicht, so Flossen oder Gangnam oder irgendwas Modernes, was ich dann aufnehmen könnte. Ja, kennen Sie das? Ach so, das Tanzen. Yes, ja, kennen Sie das? Ach Leute, irgendwer muss sich doch auskennen. Der schämt sich. Ja, ich weiß. Er schämt sich. Oma lässt sie tanzen. In 3, 2, 1. Los geht's! Na bitte, geht doch. Ich mache es vor. Ich mache. Okay. Was muss ich machen? Eine Runde Gangnam-Style. Super aus. Frag sie mal, ob sie Fortnite spielen. Zocken sie auch oder nicht? Ja, was denn? Was spielen sie? Ach, Oma Hiltrud sorgt für beste Laune. Rollenspieler. Du hast doch Fortnite und so nicht, ne? Das nicht. Na, du bist ein Nerd, ja? Du bist eher ein Nerd, ja? Wisse? The Witcher heißt es. Witcher, ja? Ja. Oh, schön. Cooler Spieler, ja? Ja, schön. Wunderbar. Wissen Sie, ob da Senioren Rabatte kriegen können? Das weiß ich nicht. Und jetzt wird's klassisch. Ja, aber macht das ein bisschen so steif, denke ich, ne? So auch ein bisschen rund. Ja. Und wie ging das nochmal? Es ist schon so lange her und dann macht man so.
Also es ist. Und denke dann, man macht manchmal so auf die andere Richtung. Gut, es war kein Floss, aber sieht trotzdem gut aus. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Ah, sehr cool gemacht. Unsere Hiltrud, die war ganz schön cool. Und die Tänze, wie sie die drauf hatte? Ich muss sagen, ich fand auf jeden Fall am besten den Tango-Tänzer. Der hat's richtig gefühlt. Oh ja, das war schon richtig lustig. Also ich würde auf jeden Fall echt gern mit euch mal was zocken. Ja, dann musst du uns mal zu dir einladen. Ja, ich habe mir ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar die Stacking Challenge. Kennt ihr die? Nicht ganz. Schon mal von gehört, ja. Dann würde ich sagen, let's go, oder? Probieren wir es mal aus. So, dann zeig doch mal. Also das Ganze geht auf jeden Fall auf Zeit. Ihr habt hier einen Stapel und müsst auf jeden Fall am Anfang eure Hände hier auf den Tisch legen. Dann müsst ihr als erstes eine Dreierpyramide so schnell wie möglich bauen. Mhm. Als nächstes eine Sechserpyramide. Okay. Und dann wieder eine Dreierpyramide. Und das Ganze dann noch so schnell wie möglich wieder abbauen auf einen Stapel. Ich mach's einfach mal kurz vor. Und was passiert, wenn du fällst? Ja, ich bin der Schiri, ich kann gar nicht fällen. Na prima. Dann müsst ihr euch betteln und ja, am Ende wieder die Hände auf den Tisch und ich werde auf jeden Fall dann die Zeit stoppen. Okay. Alles klar. Wer fängt an? Lass uns Schnick, Schnack, Schnuck drum spielen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich nehme immer Stein. Das heißt, du fängst an? Ja, das heißt, ich fange an. Okay, gut. Dann würde ich mir einfach mal die Grünen nehmen. Du kannst dann später. Weißt schon, dass ich gewinne, ne? So ein Quatsch. Du kannst dann die Gelben nehmen. Okay. Und bist du ready? 3, 2, 1, go! Oje, oje, oje. Ich will dich da gleich mal bei dir. Ich will dich sagen, ich wollte gerade sagen. So. Wie viel hat er? Hände auf den Tisch. 19 Sekunden 13. Ah, immer easy mit links. Da war ich sogar bei McLaren noch schneller, ne? Wow, okay. Das ist eine Ansage. Dann mach du. Okay. Bist du ready? Yes. 3, 2, 1, go. Okay. Ich bin gut in der Zeit, ne? Ja, sind schon wieder. Jetzt sehr. Oh, das wird nicht. Oh, nee, oh, scheiße, nee. Oh, nein, Ja, 21 Sekunden. Nein, nein! Easy. Okay. Ja. So, ich glaube, es wird jetzt auch Zeit, unsere Gast zu verabschieden. Lukas, schön, dass du hier warst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mega cool. Warte. Nee, ich habe noch Bauchschmerzen vom letzten Mal, ich glaube. Okay. Ich gehe mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Dann würde ich sagen, lasst uns direkt weitermachen. Was hilft bei einer richtig schweißtreibenden Challenge am besten als Abkühlung? Und ich denke, wir alle kennen die Antwort, ein richtig kaltes Getränk. So. So, da hast du recht, aber wenn diese Abkühlung etwas zu plötzlich kommt, dann könnten einige Erwachsene vielleicht etwas verärgert sein. Und trotzdem Wassermarsch! Was brauchen Blumen unbedingt, um zu wachsen? Wasser, also immer schön gießen. Wachsen Erwachsene eigentlich auch, wenn man sie gießt? Finden wir es heraus. Wassermarsch. Hallo. Hallo. Entschuldigen Sie, jetzt habe ich Sie ja gar nicht gefragt, ob das okay ist, wenn ich hier gieße. Selbstverständlich. Oh, das freut mich. Sie müssen noch Wasser haben. Ja. Mich stört das nicht. Ja, gut, das freut mich. Und wie mich das freut. Wenn er kein Problem mit Wasser hat, habe ich ja einen Freifahrtschein. Dann wohl mal Wassermarsch. Hey, nicht weglaufen. So kannst du doch nicht wachsen. Hat sie jetzt doch gestört, der Regen? Ja, das ist kein Problem. Ah, okay. Dann kein Problem also? Wieso bleibt er denn dann nicht sitzen? Versuchskaninchen Nummer 2. Der Herr hat sich praktischerweise etwas zum Lesen mitgebracht. Dann kann ich ja in Ruhe meinen Prank planen. Hallo, Entschuldigung. Meinen Sie, es wird heute noch regnen? Kleine Schauer. Kleine Schauer? Ja, weil ich überlege gerade, wenn es regnet, dann muss ich ja jetzt auch nicht mehr so viel gießen. Aber da muss dann schon eine gute Stunde mal leuchten. Soll ich Ihnen was sagen? Ich habe eine ganz tolle Gabe. Ich bin nämlich die eine. Ich kann es plötzlich regnen lassen. Soll ich es Ihnen vormachen?
Soll ich? Ja, ja. Ja. Ich muss mich aber konzentrieren. Ich muss mich nämlich dreimal im Kreis drehen und an der Nase reiben. Eins, zwei, drei. Und dann noch dreimal auf den Boden stampfen. Eins, zwei, drei. Jetzt muss ich die Kappe umdrehen und ich lasse es regnen. Wasserpistole ist für Anfänger. Zack! Ich habe Ihnen noch gesagt, ich bin die eine. Sehen Sie? Wissen Sie, ich bin nämlich die Tochter der Wasserfee. Deswegen kann ich es einfach regnen lassen. Aber bitte da, ne? Ich brauche keine, aber die Blumen, die brauchen, die Rosen. So. Das dauert mir alles viel zu lange. Wozu auch das Wasser von oben kommen lassen, wenn es auch von unten kommen kann? Hallo. Könnt ihr kurz mal die Füße hochmachen? Ich muss den Schlauch hier. Einfach nur, okay, ich mache nur kurz dahin. Nur damit keiner drüber fährt, gleich mit dem Fahrrad. Alles gut. So, dankeschön. Was die beiden nicht wissen, direkt unter ihnen befindet sich jetzt ein kleiner Springbrunnen. Ganz exklusiv für unsere Turteltäubchen. Aber Leute, tut mir den Gefallen und macht das nicht zu Hause nach. Vielleicht werden eure Eltern nämlich sonst ein bisschen stinkig. Hattet ihr einen schönen Tag heute? Ja. Noch ist es ein netter Tag. Und es muss ja auch irgendwie nass werden. Ja, stimmt. Das war das Stichwort. Upsi. Oh Gott. Wie viel Liter Wasser kann so ein Pulli wohl aufsaugen? Hey. Probieren wir es mal aus. Hey. Ups, der hat ja ein Loch. Entschuldigen Sie. Nein, jede Menge. Soll das denn sein? Ja, einfach rein da. Genau. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, der ist kaputt. Der ist aber hartnäckig und der will sich auch einfach nicht ärgern lassen. Dann muss ich wohl den Wasserdruck etwas erhöhen. Oh je, Mini. Maximale Hilfsbereitschaft trotz nassem Pullover. So lobe ich mir das. Ja, das ist natürlich eine prima Idee. Da brauchst du nur außen zu gießen. Meinen Sie, das war so gedacht? Hat bestimmt so einer gedacht, bestimmt, mit Sicherheit. Wissen Sie was, ich habe mir da schon auch was bei gedacht, glaube ich. Dann verteilt sich das besser. Ja, ich glaube, das hat einen anderen Grund. Das soll so sein, das ist schon ganz richtig. Dass man das ins Beet legt praktisch, oder wie? Nee, nicht ins Beet, eher so ins Bild. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids? Nein. Doch. Ja, mit versteckter Kamera. Ja. Da hinten ist eine Kamera und dahinterm Busch, das ist meine Kollegin. Und dahinter war auch gerade. Entschuldigung. Brauchen Sie ein Handtuch? Mann, dieser Opa, ne, den hat echt nichts aus der Ruhe gebracht. Und ich meine, ein bisschen Regen schadet ja auch nicht, oder? Nee, aber ich glaube, den hätte nicht mal diese Tröte aus der Ruhe gebracht. Oh Mann, heute geht irgendwie alles schief. Du mit der Tröte und gleich kriege ich auch noch eine Torte ins Gesicht. Na komm, es ist nicht immer schlimm, eine Torte zu bekommen. Hm? Zumindest nicht ins Gesicht, sondern auf den Tisch, für den Geburtstag zum Beispiel. Aber die Torte muss ja auch irgendwie auf den Tisch kommen und das war meine Aufgabe. Als ungeschickter Paketbote. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal rein, oder? Prank up. Geburtstag haben ist toll, Geschenke bekommen natürlich noch besser. Aber das Beste ist immer noch die Torte. Die ist aber leider nicht für mich, denn ich bin heute der Geschenkbote. Aber ich glaube, so ganz ohne Hilfe komme ich nicht da rein. Mal schauen, ob uns jemand helfen kann. Wie ihr seht, kann ich die Hilfe nämlich wirklich gebrauchen. Aber pst, mal unter uns, die Torte ist überhaupt nicht echt. Der Karton ist einfach nur mit Wasserflaschen gefüllt. Und ich will die Leute dazu bringen, sie fallen zu lassen. Aber wie eigentlich? Ja, mit der lautesten Tröte der Welt. Das war natürlich nur gespielt. Als würden mir die Pakete runterfallen. Sicherheit geht in Corona-Zeiten natürlich vor. Desinfektionsmittel, Marsch. Entschuldigen Sie? Entschuldigung? Könnten Sie mir vielleicht kurz helfen? Ja, was kann ich machen? Das wäre super lieb von Ihnen. Ich bin Geschenkbote und eigentlich soll ich das hier schon vor einer halben Stunde ausgeliefert haben. Also klar, brauchst du Hilfe? Ja, das wäre top. Warten Sie, ich darf die Geschenke nicht aus der Hand geben, das ist Firmenpolitik. Alles klar, was kann ich Sie denn abnehmen? Vielleicht, wenn Sie einfach kurz den Kuchen nehmen könnten. Den hier? Ja. Vorsichtig, nur mit... Das Gesicht würde ich mir am liebsten ausdrucken und direkt ins Studio hängen. 1A Schockstarre. Nur mit einer Hand müssen Sie, ganz vorsichtig, okay. Ich mach kurz die Tür auf und dann könnten Sie mir den eben wiedergeben. Aber ich konnte halt nicht klingeln, das ist mein erster Tag hier, ich weiß nicht, wie ich das sonst... Ich habe ein bisschen Respekt vor dem, was ich hier tue. Mein Job hängt davon ab, also... Ja, ich hab, so. So, jetzt nochmal mit einer Hand am besten. Okay, ich hab's.
nein! Jetzt. Der haut einfach ab. Der ist mindestens genauso schuld wie ich. Ich krieg die Tür und die Klingel nicht auf. Wenn Sie mir das hier einmal kurz abnehmen könnten, das wäre toll. Geht das? Oh Gott. Oh, oh Gott. Nein, 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 mein Job. Dann nehmen Sie mal das dunkle. Oh, okay. Oder. Ich leg kurz. Okay, ich muss das mal wieder annehmen. Eigentlich darf ich die nicht aus der Hand geben, deswegen. Aber könnten Sie vielleicht. Die Torte könnten Sie kurz halten, einfach kurz. Vorsichtig die. Ah, das ist gerade nochmal gut gegangen. Einfach kurz die Torte nehmen, dann. Ich kann dann. Oh nein. Mein Job. Oder wenn sie einfach nochmal den. Oh, der ist jetzt aber nicht gekippt, oder? Weiß ich nicht, glaube ich. Also für mich sieht das schon sehr nach gekippt aus. Kleine Notlügen gehören eigentlich sofort bestraft. Nein! Nein! What? Ah, ich könnte mir das stundenlang anschauen. Und nochmal. What? Und nochmal. What? Und nochmal. What? Du kannst dich einfach loslassen. Natürlich kann ich das. Es soll ja schließlich so aussehen, als seist du schuld gewesen. Ja, doch, alles klar. Vielen Dank, okay. Okay, das war jetzt schon sehr eindeutig. Was mache ich jetzt? Was aber nicht heißt, dass ich ihr es nicht trotzdem in die Schuhe schieben kann. Mein fieser Chef hat das Ganze natürlich mitbekommen und findet es überhaupt nicht lustig. Keine Sorge, eigentlich ist er ein ganz Lieber. Nicht wahr, Chef? Mensch, Dinas, du bist ja noch hoch. Oh Gott, hi! Zeig ich aber gleich genug, funktioniert das schon wieder nicht? Doch, ich... Ja, wie doch, was machst du denn? Kleines Pläuschen halten oder was? Nein, die... Was passiert? Die Dame hat angeboten, mir zu helfen und dann hat sie das Paket auf den Boden geworfen. Der hat gesessen. Ja? Der Kunde hat gerade angerufen und fragt, wo du bleibst. Ja, er kommt ja nicht rein. Er kommt ja nicht an die Tür. Also er hat mir das jetzt in die Hand gegeben und dabei ist das runtergefallen. Ich wollte ihm helfen. Es musste dich rauswerfen. Ich war da nicht für verantwortlich. Er hat sie gerade fallen gelassen und dann... Fallen gelassen? Kaputt. Gemeint, aber jetzt habe ich Ihnen geholfen, also das können Sie mir jetzt nicht... Aber Sie haben das ja eigentlich fallen gelassen. Sie haben das da alles in der Hand gehabt. Gehörst du dazu? Ich bin ja ganz unbeteiligt, hier, würde ich mal sagen. Gehörst du dazu? Sie war's. Jetzt werden sogar schon die eigenen Kinder beschuldigt. Ich bin voller Stolz. Kann man das neu machen oder so? Ich weiß es ja nicht. Ja, dann müssen wir reingucken, ob wir das neu machen können. Genug gequält. Zeit aufzulösen. Ach, was? Er ist ja doch noch da. Mal gucken, ob die Torte noch ganz ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Was steht auf dem Deckel? Da ist eine Flasche Wasser drin. Herzlich willkommen. Was verstehen Sie Spaß? Kid. Was, Kid? Ernst? Doch, guck, da ist eine Kamera. Einmal kurz reinwinken. Herzlich willkommen. Was verstehen Sie Spaß? Kid. Nochmal. Nein, natürlich nicht. Boah, gut, dass du nicht wirklich beim Lieferdienst arbeitest. Ich glaube, die würden dich feuern. Direkt am ersten Tag. Na, was soll ich denn machen? Ich hatte alle Hände voll zu tun. So würde ich ja nicht wirklich mit Essen umgehen. Apropos Essen, wir benutzen ja hier auch nicht richtige Torten, weil das wäre ja Lebensmittelverschwendung. Tja, beim Prank hatten wir auch keine echte. Dafür gibt es aber jetzt wieder Torten. Und zwar bei der Bestrafungs-Challenge. Mhm. Bei uns sind die Torten aber leider nicht echt und auch nicht essbar. So, und damit ihr euren Freunden auch mal so eine falsche Torte ins Gesicht schmeißen könnt, zeigen wir euch jetzt, wie wir das im Studio hier so vorbereiten. Dann lasst uns mal loslegen. Ready, set, go, würde ich sagen. Und los geht's. Also, anfangen solltet ihr mit so einem Stück Schaumstoff hier. Das ist ca. 18 cm Durchmesser und das legt ihr auf ein weißes Stück Schaumstoff drauf. Mhm. Ungefähr so. Dann nehmt ihr euch noch einen Textmarker oder sowas, irgendeinen Stift, den ihr gut sehen könnt auf dem Schaumstoff. Ich habe jetzt diesen schwarzen hier und zeichnet das einmal kurz ab, wie der da drauf liegt. Zap, zap. Und fertig. Danach braucht ihr das ja eigentlich auch nicht mehr. Das ist nur eine Vorlage. Und könnt dann auch direkt weitermachen. Und zwar bräuchte ich eine, da habe ich sie, die Schere hier. Und dann schneidet ihr erst einmal diesen Kreis hier aus. So. Schaumstoff bekommt ihr übrigens in jedem x-beliebigen Bastel- oder Textilladen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Na, kriegst du das hin? Ja, ich krieg's hin, Maxim. Sicher? Nein, ich krieg's nicht hin. Und dann sollte das auch eigentlich mit vollkommener Leichtigkeit, so wie ihr hier das gerade seht. Vollkommene Leichtigkeit. So, und dann... Haben wir doch den Tortenboden, oder? Ja, Sekunde. Passt durch. Jetzt. Yay, hier das sehen ist der Tortenboden. Sie. Den solltet ihr jetzt einfach auf euren Pappteller, den ihr schon bereitstehen habt, drauflegen.
Und dann würde ich sagen, lasst uns noch die Sahne mischen, ja? Also nehmt erstmal Babyshampoo, hier das hier, und füllt das so, dass der Boden ein bisschen bedeckt ist. Dann 100 Milliliter Wasser. So, als nächstes, ja, müsst ihr euch so einen Mixer nehmen. Ihr könnt auch einfach einen Mixer nehmen, den man mit der Hand bedienen kann. Stellt das hier jetzt auf Stufe 3, es wird jetzt ein bisschen laut. Und haltet das so dabei. So! Als nächstes, ja, eure Torte muss ja auch ein Topping haben, ja, so sagt man das im Englischen, also einfach nur, was das schön oben drauf aussieht. Und da könnt ihr das hier, was ihr bereits ausgeschnitten habt, nehmt ihr da einfach die übrig gebliebene Schaumstoffvorlage. Aha. Und macht daraus solche kleinen Schnipselchen, die könnt ihr dann später da drauf tun. So, ich mache da jetzt mal so 3, 4, 5 Stück von. Also, um dann fortzufahren, nehmt ihr am besten euren Pappteller mit eurem Schaumstoffkuchen, den ihr vorbereitet habt, und gebt dann am besten einfach so mit so einem Löffel einfach ein paar Schaumstoffkleckser da drauf, bis das richtig schön Sahnekleckser. Ach, weißt du was, ich nehme einfach, ich schütte das einfach so hier drüber. Je mehr, desto besser. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr nicht ganz so viel kleckert, und dann einfach die Schaumstoffschnipsel schön über euren Schaumstoff verteilen. So. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr je nach Wahl noch ein bisschen mehr drüber tun, damit sich das so ein bisschen vermischt. Nicht zu viel natürlich, sonst geht es an den Seiten wieder runter, wie man bei mir sehen kann. Achtet darauf, dass ihr euch die Ärmel hochkrempelt. Ich glaube, die Schaumstofftorte ist so gut wie fertig. Das ist das Endergebnis. Bist du zufrieden? Ich bin relativ zufrieden, ja. Ich meine, ich darf dir das gleich ins Gesicht werfen, also ja, ich bin sehr zufrieden. Oh Mann, ich dachte, du vergisst es. So, das Ding landet gleich in meinem Gesicht. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, dann klickt hier. Bei mir findet ihr die Playlist, in der immer alle Sendungen und lustigen Videos landen. Und checkt hier gerne mal das weitere lustige Video aus. Oh. Und wenn euch die Show gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.